Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Let's Play World of Warships mit der Scharnhorst. Ja, sehr gespannt, denn die Scharnhorst gefällt mir jedes Mal wieder aufs Neue. Veribel hat das Ganze hier eingesandt. Veribel, vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, wir geben mal ein bisschen Gas. So. Wir sollten hier eine zackige, verhältnismäßig kurze Warships-Runde haben. Und jetzt gehen wir in die Live-Action. Denn da hinten mit der Algerie hat er da sein erstes Schiff, auf das er schießen will. Und da hat er schon zwei Treffer landen können. Aber no damage. Schade, schade. Kommt aber bestimmt gleich. Wir sehen schon, der Cap A wird eingenommen. C gehört natürlich schon ihnen. Und um D wird sich gebalgt. Also mit A schaut es gerade wohl ganz gut aus. Da auf die König schön die ersten fast 11.000 Damage, die er da anbringen konnte. Katapultjäger wird jetzt gestartet, um eventuell ein bisschen mehr Sicht zu bekommen. Oh, schön. Fast 21.000 Schaden mit zwei Zitadellen. Da hat die Lianda mal richtig federn lassen müssen. Der hat auf keinen Fall gut getan. Aber natürlich auch schöne Distanz. Gerade mal jetzt 10 Kilometer. Könnte schon das Ende für die Lianda bedeuten. Ja, und genauso ist es sogar nochmal mit einer Zitadelle. Kill Nummer uno. Und eine Sache habe ich euch noch nicht verraten. Hier in der Runde werden wir den ein oder anderen Kill vielleicht mehr als sonst sehen. Denn er ist sehr, sehr fleißig an der Stelle. Oh, toll. Königsberg fast selber den Kill gelandet mit zwei Zitadellen. Also da hat die Pensacola gratis abgestaubt. Unfassbar, dass er den Kill da nicht noch selbst bekommen hat. Viel hat da nämlich nicht gefehlt. Feueralarm. Auch hier nochmal eine Zitadelle. Also jede Salve eine Zitadelle. Das könnte fast das Motto sein. Extrem effizient. Na, hier die Torpedos. Da kommen die nicht schlecht und einer sitzt auch, ja. Den Brand gelöscht. Und natürlich auch den Flutungsschaden musste er da wegmachen. Aber jetzt will er seines Zeichens mal ein paar Torpedos da Richtung Scharnhorst anbringen. T20. Ah, schöner Treffer. Und da kommen ein paar Torpedos an, aber die konnte er gut ausweichen. Aber wir sehen, er ist richtig da in Bedrängnis. Aber seine drei Torpedos haben ihn hier weggemacht. Dadurch hat er jetzt auch den Doppelschlag bekommen und seinen dritten Kill da jetzt gemacht. Sehr fein. So, und jetzt kommt hier die König rum. Da hat er noch ein paar Torpedos. Und nach wie vor gibt es immer noch Spieler, die vergessen, dass die Scharnhorst Torpedos hat. Aber er hat halt auch nur noch 8.300 Hitpoints. So, König dreht jetzt da rein. Natürlich eine ideale Schussdistanz, also. Aber 6.600 Damage reichen halt nicht. Die Torpedos da jetzt von vorne auf die König. Aber er braucht jetzt auf jeden Fall hier mal ein bisschen Ruhe und Verschnaufpause, denn 5.000 Hitpoints ist halt kaum mehr was. Neuneinhalbtausend, aber immer noch nicht ganz ausreichend. Aber durch
den Brand hat er hier König versenken können. Und jetzt ist die Heilung aber mehr als dringend notwendig gewesen. Gerade mal mehr als 3.500 Hitpoints hat er dann noch gehabt. Und auch hier die Mutsuki weggemacht, Krake freigelassen. Also unfassbar effizient, muss ich einfach nochmal wiederholen. 5 Kills, 132.000 Schaden. Er nimmt hier einfach jeden mit, so wie er es braucht. So, jetzt wie gesagt, ein bisschen ausruhen können und vielleicht auch auf die nächste Heilung nochmal spekulieren. Aber erstmal, Algerie ist ja schon fast in Abstaubreichweite. Da muss nicht viel treffen, aber genau den, den er treffen muss, den macht er eben nochmal den Kill. Sein sechsten mittlerweile. Die Ruhe vor dem Sturm. Aktuell keinen Gegner mehr irgendwo zu erspähen. In 3 Sekunden kann er sich nochmal heilen. Sollte auch schnellstmöglich machen, um einfach wieder noch ein paar Hitpoints zurückzubekommen. Und genau das macht er auch. Und dann werden halt, und das ist halt nach wie vor das Geile an der Klasse, aus 3.500 Hitpoints, die er gerade eben noch hatte, kommt halt einfach mal locker flockig gut wieder über die 20.000 hinweg und ist damit auch wieder einfach perfekt zurück im Spiel. Gerade noch die Granaten über die Insel drüber bekommen auf die Gneisenau, aber die ging scheinbar daneben. Kein Schaden. Derzeit die Ziele alle nicht wirklich schön zu beschießen, denn immer wenn er irgendwie drauf käme, hat er da Probleme mit Inseln in der Optik sozusagen. Aber die Storz, die bekommt er jetzt wieder in satter, schöner Distanz. Und da lässt er sich nicht lang lumpen. 5.700 Schaden auch da nochmal ausgeteilt. Und vielleicht dreht die zu weit rein, dass er da jetzt schön die Seite bekommt. Das schaut nicht schlecht aus. Und da hat er genau das Richtige gemacht. Lang abgewartet und jetzt hier schön die Seite. Und da lädt er sie zum Tanz ein und macht die Zitadelle weg. Und dementsprechend tschüss, Storz. Damit schon 7 Kills. Gibt nur noch 2 Schiffe. Die Omaha, die es nicht mehr gibt. Und die Gneisenau. Wie immer, wenn euch das Video auch gefallen hat an der Stelle, es würde mich sehr freuen, wenn ihr es abonniert, den Kanal und weiter auch mal kommentiert. Die Daumen sind immer gern genommen. Und eure Meinung zur Scharnost ebenfalls. So, nochmal will er ein paar Torpedos loswerden.
hat er auch nochmal schnell den Brand angefackelt. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, denn die Runde ist damit gleich beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.